Die Villa Lanna in Gmunden ist Drehort für eine ORF-Dokumentation über einen italienisch-österreichischen Industriellen, der in den 1920er Jahren mit Firmenbeteiligungen ein Vermögen gemacht hat. Camillo Castiglioni, Pionier der österreichischen Luftfahrt, Partylöwe und Liebhaber schneller Autos und schöner Frauen. Kleiner Mann, ganz groß, würde zu Camillo Castiglioni passen. Für die einen war der Mann aus Triest ein visionärer Finanzjongleur, für die anderen ein raffgieriger Finsterling. So oder so war der Mann, der in Wien wohnte und 7 Sprachen beherrschte, ein Freund von allem, was rollt, fährt und fliegt. Und das machte ihn auch zum Multimillionär. Er beginnt damit als Industrieller, indem er in einer Reifenfirma einsteigt, der späteren Semperit. Er betätigt sich als Kriegslieferant. Er liefert Kampfflugzeuge und Motoren für die österreichisch-ungarische Monarchie. Er sattelt aber rechtzeitig um auf Automobile, spürt den Trend der Zeit. Später investiert er in Banken und nicht zuletzt ist er der Gründer von BMW. Verblüffend ist die Ähnlichkeit des Darstellers zum echten Castiglioni. Ich vom ORF angerufen wurde, habe ich mich sofort eingelesen, also im Internet und auch Bücher teilweise versucht zu recherchieren und festgestellt, dass das eine sehr interessante Persönlichkeit ist, die auch ein bisschen parallel mit mir hat. Und ich bin auch ein Liebhaber von Frauen und schnellen Autos und feudalen Sachen. Der Wirtschaftsjournalist Georg Ransmeier ist nicht nur der Gestalter der Dokumentation, die im Oktober im ORF zu sehen sein wird. Er muss auch vor die Kamera. Denn im Gegensatz zum Leben des superreichen Castiglioni wird hier bei den Dreharbeiten gespart und improvisiert. Bei so einer Produktion packt natürlich wirklich jeder an. Also ich habe gestern auch selbst eine kleine Mini-Rolle als Diener übernommen und auch heute werde ich bei diesen Spielszenen wieder mich als Diener betätigen und den Statisten ein bisschen Shampoos einleeren. Prosecco genau gesagt. Camillo Castiglioni, der Millionensasser. Eine spannende Dokumentation über eine wirklich schillernde Figur, die durchaus Spielfilmpotenzial wie der große Gatsby hätte.